Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir reden heute über ein Gesetz, was nicht nur ein Gesetz zum Schutz der Bürger ist oder ein Gesetz aus dem Bereich der Innenpolitik, sondern wir reden hier auch über aktive Wirtschaftspolitik. Denn, meine Damen und Herren, es ist fast eine Plattitüde, wenn man sagt, dass Daten der Treibstoff für die Ökonomie 2.0 sind. Und da muss man einfach sagen, dass in den Zeiten, in denen wir uns mit globalen Unternehmen auseinandersetzen, ein nationales Datenschutzrecht keine Perspektive bietet. Denn derjenige, der sein Start-up hier aus Berlin oder aus Düsseldorf oder von mir aus auch aus den Tiefen des ländlichen Raums beginnen möchte, der braucht den gleichen Rechtsrahmen überall in Europa in 28 Nationen. Und deshalb ist diese Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union eine sehr gute Entwicklung. Wir haben insgesamt die Herausforderung gehabt, den gesamten deutschen Datenschutz komplett auf neue Beine zu stellen. Und ich bin der Regierung wirklich dankbar, und das ist ein Kraftakt. Und lieber Konstantin von Notz, das sehe ich nicht als ein Problem, sondern als eine Lösung, dass wir diese Umsetzung des kompletten Datenschutzrechts noch vor der Wahl geschafft haben. Denn die Umstellungszeiträume für Unternehmen auf alle diese komplexen Veränderungen, die sich da jetzt ergeben, ihre Systeme umzuprogrammieren, das kann teilweise sogar Jahre in Anspruch nehmen, wie wir nicht zuletzt aus den Umsetzungen des IT-Sicherheitsgesetzes wissen. Und deshalb haben wir immer wieder auch als Fraktion die Regierung angespornt und gesagt, lasst uns das bitte noch vor der Wahl fertig bekommen. Und dass das gelungen ist, dazu geht mein Kompliment an den Bundesinnenminister, aber auch an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss. Das war wirklich eine große Leistung. Das heißt aber umgekehrt auch nicht, bei all den Dingen, die Kollege Stefan Meyer hier benannt hat und die auch zeigen, dass das, was hier insgesamt gemacht wurde, ein wirklich gutes Gesetz ist. Das sagt aber noch lange nicht, dass wir mit dem Thema Datenschutz und wie wir damit auch umgehen, die Diskussion am Ende ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt durchaus auch Dinge, wo wir nicht alle einer Meinung sind hier in diesem Hause. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wie wichtig das ist für das Start-up aus Düsseldorf, dass es mit einem Rechtsrahmen über ganz Europa agieren kann, muss man doch feststellen, dass wir den gleichen rechtssicheren Standard quer durch Deutschland zumindest für Unternehmen gar nicht haben. Denn es macht eben schon einen Unterschied, ob jemand mit seinem Start-up im Kreis Pinneberg startet oder möglicherweise in Garching bei München. Denn all das obliegt erst einmal der Hoheit von Landesdatenschutzbeauftragten, die dann Entscheidungen treffen, die in der praktischen Umsetzung heute teilweise sehr stark voneinander eben auch abweichen. Und das ist der Grund, warum wir uns das schon vorstellen, oder zumindest eine ganze Reihe bei uns, dass wir hier auch zu einheitlicheren Standards am Ende halt eben kommen. Und auch bei der Frage dessen, wie man das gesamte Thema weiterentwickelt. Es ist ja vorgesehen, dass die Gruppe 29 auch Vorschläge dazu unterbreitet, wie dann auch künftig die Datenschutzgrundverordnung weiterentwickelt wird. Nicht immer nur das Thema Datenverarbeitung aus einer negativen Perspektive, aus einer risikobehafteten Perspektive gesehen wird, sondern dass es ebenfalls Institutionen geben muss, die das aus einer Innovationsbrille betrachten. Und feststellen, was muss eigentlich passieren, damit unsere Unternehmen die gleichen Chancen haben. Und das Risiko, was am Ende bei all diesen Dingen und auch bei dem jetzigen Regime dessen, dass man eine positive Zustimmung zu vielen Dingen geben muss, einhergeht, ist, dass diese Zustimmungsgiganten aus Amerika auch nach der Datenschutzgrundverordnung Zustimmung für viele Dinge bekommen werden, die sie dann brauchen am Ende. Und derjenige, der sich für fast 1.000 Euro ein iPhone gekauft hat, der wird nach dem Software-Update, was ihn dann darum bittet, erneut die Zustimmung zu geben zu bestimmten Datenverarbeitung, ganz sicherlich nicht nach 3 Monaten sagen, ich lehne das jetzt ab und mache mein schickes neues Gerät unbrauchbar. Und das ist eben der Unterschied zu dem Start-up, was erst seine Reputation erarbeiten muss, was sich erst in den Markt hineinbewegt und wo Menschen vielleicht sagen, ich musste doch schon bei Apple zustimmen, ich musste bei Google zustimmen, ich musste bei Facebook zustimmen, ohne die kann ich gefühlt gar nicht leben, ich musste vielleicht sogar noch bei meinem Auto zustimmen, aber jetzt reicht es halt am Ende und da sage ich jetzt einfach nein. Und das ist etwas, was wir genau beobachten müssen und wo die Evaluierung notwendig ist, um zu gucken, ob das, was wir hier machen, am Ende auch wirklich unseren Unternehmen hilft, gegen die großen Amerikaner klarzukommen. Und der letzte Punkt ist, dass wir natürlich am Ende, und ich hoffe, dass uns das auch gelingt,
das, was an Recht da ist, auch tatsächlich durchsetzen müssen. Und wenn ich das so sagen darf, die Amerikaner haben eindrucksvoll deutlich gemacht, wie sie gegenüber deutschen Automobilherstellern ihr Recht durchsetzen mit immensen Schadensersatzzahlungen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch wir eindrucksvoll deutlich machen, wie wir unser Datenschutzrecht durchsetzen gegen amerikanische Unternehmen. Vielen Dank.